denn die letzte Statue, bitte? Da oben wahrscheinlich. Jupp, damals. Wo bist du denn jetzt her? What the fuck? Und tschüss. Jawohl. Und das Ziel erreicht. Ich werde euren Geist auseinanderreißen. Da sehen wir noch. So, komm. Wunderbar. Machen wir die jetzt hier auch noch fertig. Und? Voilà. Ein Eroberer auch geläutert. Was haben wir noch? Die Quest offen. The Missing Handler. Ich weiß halt nicht, wo die ist. Das ist ja das Problem. Mir fehlt irgendwo. Look for Handler Baskoji near the Warbeast Crawl. Warbeast Crawl. Ich habe keine Ahnung. Ich werde nachher mal nachschauen. Where is this? Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal dann diese Quest rein, weil die fehlt noch irgendwie. Warbeast Crawl. Keine Ahnung. Und die Quest ist fertig und wo kann ich die jetzt abgeben? What the fuck? Wird noch nicht angezeigt. Okay. Ah, so wird mir das angezeigt. Alles klar, wenn ich die Quest auswähle. Oh oh. Ich glaube, ich muss hier nicht hin. Ist hier irgendwie runter? Wo ich denn nach unten jetzt? Dort, oder? Ja, scheinbar. Jo. Jo, okay. Jetzt dann hier lang. Oder wie? Nee, eigentlich ist es. Hä? Ich raff's nicht. Ach, jetzt ist es mir auf dem Minimap auch angezeigt. Okay. Hier oder was? Nee, also irgendwie. Das ist ganz komisch gerade. Ich glaube, ich muss reloggen. Ja, das ist ganz komisch. Warum sollten jetzt. Hier wird es ja auch hier angezeigt. Ja. Das ist gerade sehr seltsam. Weil der stand doch. Ich bin doch von hier gekommen, oder nicht? Und hier unten standen die doch. Wo sind die denn jetzt? Ich relog mal. Dum di du di dum du dum dum di dum.
So, was jetzt? Wieso? Okay, irgendwie laufe ich hier komplett falsch. Kann das sein? Ich laufe jetzt nochmal da hoch. Tempel. Ist aber was buggy und man kann es aber noch gar nicht machen. Das kann natürlich alles sein. Wäre halt jetzt schade. Dann müsste ich auf den nächsten Patch warten, bis ich hier weitermachen kann. Und man weiß, wann der kommt. Es kam erst heute wieder einer, der auch die Add-ons freigeschaltet hat, dass man jetzt Add-ons nutzen kann. Und dann werden wir bei der nächsten Aufnahme höchstwahrscheinlich schon die ersten 2-3 Add-ons nutzen, wie zum Beispiel einen Damage-Meter. Also Skala ist ja meistens das erste, was überarbeitet wird. Vielleicht auch schon Details? Wer weiß. Wer weiß. Und wie schnell die Add-on-Macher sind. Ach, guck mal. Hier muss ich hin. Alles klar. Okay, da despawnt der einfach. Alles klar. Resans Thron. Da ist Resan. Loa, das Alter. Gehen da ab. Grüße. Time for us to send these traitors a message. When leaving a message, it is always good to use a language they can easily understand. My Loa is not dead yet. Now ensure he stays that way. Ja, wäre besser, als wenn jetzt nicht so wieder einverliehen wie vorhin. Du sollst schon sehr alt sein. Sieht gar nicht so alt aus. Gemeinsame Ketzerei. Rizan struggles against his bonds. But we cannot reach him. The Mugu that Zul called here have raised a shield that rejects my magic. Find and kill the creatures that stand between me and my Loa. I must gather myself for the fight to come. They will now draw wrath of two kings before this day is done. Tötet Seelenfetzer Gautan und Dunkelwirker Jitan. Okay. Hallo, du dummer Mugu. Ich mach dich platt. Ich mag dich nicht. Überhaupt nicht. Ich hasse dich und deine Mutter. Tschüss. Ach stimmt, ihr seid ja Steinstatuen. Ihr habt ja keine Mutter. Blöd, ne? Und tot. 1000 Schlachten, 1000 Siege. Und nun hast du verloren. Die 1001. So, okay. Und jetzt auf die andere Seite. Ich komme. Ich komme. Resan, noch einen kleinen Moment. Wir sind gleich da. Hallo. Den Fetzer Gautan. Unser Reich wird mit euren Knochen wieder aufgebaut. Bist du dir da ganz sicher? Nämlich so überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Oh, das soll ich mal wieder nach unten schieben. Wäre hilfreich. Oh, guck mal. Danke für die Rune. Mache ich mehr Schaden. Geil, ne? Jo, 115% Crit. Geil. Das Reich wird niemals untergehen. Ja, doch, ist es irgendwie jetzt gerade. So. Jetzt können wir nach oben. Gut, der Weg voraus ist frei. Wer den Loa opfert. Resan's power is fading. My usurpers have nearly completed their task. I have read of the auras of Zul'drak and I have seen the result of these acts. To think one of my own people would bring this heresy here is unimaginable. Mein Hals fängt gerade an, wäre sehr weh zu tun. Ich sollte aufhören. Egal. Das will ich noch fertig machen jetzt. Rashakan snarls in anger. Come, we'll fight and this traitor who spits in the face of all Loa. Die Chuka Resan. Vassile tötet Vilnan Dokor und haltet die Opferung von Resan auf.
Vilnak-Dor, ein mächtiger Diener von Jul, der Rizan seine Essenz entziehen will. Dieser Frevel, er wird bitter bereuen. Die Chuka Rizan! Incoming! Los geht's! Oh, der ist immun. Jul hat eure kommende Vorhersage gesagt. Alles passiert so, wie es prophezeit war. Ihr Bösewicht versteckt sich hinter Rizans Macht. Ich hole sie mir zurück. Eisrechen angreifen, alles klar. Wollen kicken, ja. Und dann. Wird auch. Alles klar. Das hat ein bisschen viel Leben. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr ausweichen. Eventuell. Schildwall regelt. Ich hab meinen Teil getan. Großer Loa, seid ihr noch am Leben? Ich befreie euch aus den Ketten hier. Zuls Anhänger werden Rizan seinem Schicksal nicht so schnell entrinnen lassen. Wir müssen uns den Weg nach draußen freikämpfen. Seid ihr bereit? Los, verschwinden wir. Hat Rizan irgendwas gesagt? Nein. Okay. Mögen die Geister mit euch sein. Komm, kleiner König, lass uns diese Ketzer zerstampfen. Ja, Rizan, lehrt sie die Macht von dem Loa zu respektieren. Kommt und schaut. Alter. Geil. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ah, da kommen noch mehr. Okay. Der macht ja einfach alle selber platt. So geht's jedem, der sich dem großen König widersetzt. Er hat gar nicht mal so viel Leben. Und jetzt? Hallo? Achso, da kommen noch mehr. Wir warten einfach drauf. Okay, er charge einfach durch. Alles klar. Gut. Fleisch ist schwach. Oh, wir gewinnen tatsächlich. Wird über alles zurückerobert. Geil. Da hinten kämpft noch einer. Einer hat überlebt. Ah, der stirbt auch noch. Der stirbt auch noch. Okay, und was jetzt? Bereit zur Abgabe? Ah, da vorne. Alles klar. Ich komme! Bin gleich da! Oh, cool. Hier ist eine ganze Basis. Nice. Ein Reisetier? What? Okay. Flugroute, Schriftrolle des Flugs. What? Wer den Loa opfert. Rizans riesiger Brustkorb arbeitet, während er sich von der Raserei erholt. Er ist mit den Gedärmen bedeckt. Ketzer! Rashakan, eure Feinde attackieren eure Grenzen. Euer Rat fordert euch heraus. Eure Freunde haben versucht, euch umzubringen. Man hat euer Blut geleckt. Ihr müsst euch also fragen, seid ihr König oder Beute? Ich bin weich geworden. Viele haben versucht, mich zu warnen, wie meine Tochter, aber ich habe nie zugehört. Nicht zugehört. Aber ich schwöre euch und auch unserem Gast der Horde hier, ich werde nicht ruhen, bis ich Suls Kopf hab. König oder Beute. My Loa has seen fit to question my resolve. For my people, my pride and my faith, we will correct this. Return to our heart. To your heart. Ready your forces and I will ready mine. When the time comes, we will strike back against the traditional snake, Zul. Kehrt zu Naphanos in den königlichen Gemächern zurück. Okay. Machen wir das.
Und ist diese Questlinie abgeschlossen. Eis. Da habe ich noch zwei Questlinien. Diese hier, wo ich halt nicht weiß, wo das sein soll. Leider. Das müsste ich halt mal finden irgendwie. Oh, die Jagd auf Schul ist eine neue Quest. Okay. Und in die Finsternis natürlich. Ich würde jetzt am liebsten noch die Jagd auf Schul machen, aber es ist langsam spät. Ja, ich sollte vernünftig sein. Ich werde jetzt noch ein bisschen Dragon Ball gleich zum Abschluss spielen. Glaube ich. Gehe ich pennen. So. Ein paar Online-Matches halt. Dann, So, was haben wir denn hier? Hallo. Für einen Propheten hat Zul nur... Ach ja, das hat er ja schon gesagt, schon mal, ja. Gut, der König lebt. Ich gehe davon aus, dass sein Zorn beträchtlich ist. Hervorragend. Die Jagd auf Zul. Zul zieht alle seine Truppen zurück zu seinem Stützpunkt am Tempel des Propheten. Rashakan hat berichtet, dass er in Sakalo eine Armee aus allen aufstellen will, die ihm noch treu ergeben sind. Und eine Waffe tragen können. Offenbar hatte der alte König mehr Getreue, als Zul erwartet hätte. Und darüber hinaus stehen ihm auch noch drei ihrer ältesten Loa zur Seite. Macht euch bereit, macht euch auf und helft ihnen, diesen Propheten zur Strecke zu bringen. Quest, ihr trefft euch mit König Rashakan beim Sokalo. Ich guck den Anfang davon an. Komm, das machen wir noch. Ich will jetzt, das ist so, ich finde, das ist eine geile Storyline, ehrlich gesagt. Flugroute, Nee, ich muss hinreiten, das ist ja direkt hier um die Ecke. Wobei, da ist ein Flugpunkt. Dann gehe ich mir mal den Flugpunkt suchen. Warte mal, hier, da. Braucht ihr Schutz? Da ist ein Flugpunkt, aber ich kann da nicht hinfliegen. Ja, geil. So muss ich hinlaufen, alles klar. Schade. Hab den wohl nicht irgendwie. Das ist auch der, den ich vorhin gesehen habe und einfach nicht gefunden habe, oder? Ja, ich glaub's. Gut. Aber mache ich das dann jetzt noch, wenn ich hinlaufen muss, dann dauert es ja ewig, bis ich überhaupt da bin. Ah. Mal gucken. Das reicht, Jumanji. Entschuldige dich bei deiner Schwester. Habe ich jetzt nicht gesehen, worum es da geht, aber okay. Ach, oh, hier ist es ja schon. Hallo. Hier soll ein Flugpunkt sein. Sehe ich nicht. Naja, gut. Hallo. Hallo. Die Jagd auf Zul. Bei der Jagd auf jemanden, der die Zukunft gesehen hat, sollte man besser ein gewisses Maß an Vorsicht walten lassen. Das Kriegsrudel. Zul begann einen Coup, aber er eroberte die Pyramide nicht für sich selbst. Er hat sie auch nicht bemüht, jene auf seine Seite zu bringen, die sich nicht eh schon mit ihm verschworen hatten. Das macht mir mehr Sorgen, als wenn er sein Gesicht in das Alor selbst meißeln würde. Wir müssen herausfinden, was er plant. Schließt euch Gongs Anhängern an und reitet zum Tempel des Propheten. Sucht dort Kriegsruiden Loti auf, um weitere Befehle zu erhalten. Reitet mit Gong zum Tempel des Propheten. Hey Gong, ich soll auf dir reiten. Komm, Champion, halt euch besser gut fest. Achso, dem hier. Los geht's. Brüder und Schwestern von Sandala, es ist Zeit, alle Verräter, die zu Zul folgen, den Kopf kürzer zu machen. Gong, Lor, der Jagd, führt eure Anhänger zum Tempel des Propheten und macht alle Feinde nieder. Jagt unsere Widersacher aus ihrem Versteck. Paku, Loa der Winde, steigt in die Lüfte und spürt die Ketzer auf. Findet raus, was sie vorhaben und trefft uns am Tempel. Risan, gehen wir auf die Jagd. Für Sandala! Ja, alle laufen, nur Risan nicht. Schatti. Na gut, wir laufen. Lalalalalala. Oh, hallo. Tagchen. Puh. Wenn jetzt noch Musik laufen würde, wäre das ja echt toll, ne?
Oder da hat die Alpha noch immer noch keine Musik. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen, dass noch nicht ein Lied nichts fertig ist von der Musik. Das ist irgendwie... Das war in der Legion Alpha echt ein bisschen anders. Da war die Musik schon von Anfang an mit drin. Reitet mit dem Kriegsrudel. Okay, haben wir. Sind da. Hallo. Hallo, Gonk. Nehmen wir uns mal wieder. Blut verlangt nach Blut. Ketzer. Falls über Sult Fanatiker und Mogu Verbündete her, macht Jagd auf sie und erlegt sie mit der Wildheit eines wahren Raubtiers. Für ihren Verrat sollen sie den gerechten Lohn erhalten. Questziele: Fährt den Tempel, verhärt den Tempel des Propheten. Die ganze Prophezeiung. Sul, diese Schlange, hat von einem Propheten. Ich hab ihm nie überm Weg getraut. Hatte immer das Gefühl, dass er uns nicht die ganze Prophezeiung erzählt hat. Betretet den Tempel von diesem Propheten und seht nach, ob er Aufzeichnungen von seiner Vision gemacht hat. Wir müssen wissen, was unsere Beute vorhat, bevor die richtige Jagd beginnen kann. Questziele: Findet und lest die drei Worte des Sul. Alles klar. Na gut. Gehen wir wohl noch den Flugpunkt holen. Ab ihn. Weiter geht's. Hallo. Holen wir mal ein bisschen was zusammen hier. So. Wird Ruhl bestimmt... Ich kann mir vorstellen, dass Ruhl ein Raid-Boss wird. Wie der hier aufgebaut wird. Mal schauen. Ah, dann müsste es ja eigentlich ein Horde-Only-Raid werden, also vielleicht dann doch nicht. Na, mal gucken. So, einmal das. Sehr schön. Oh, ich bin ja schon fast tot. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen auf mein Leben, ne? Das ist eines der Worte, oder? Ja. Alles klar. Okay, die haben sich krass sich kicken sollen.